Und jetzt muss ich halt immer gucken, dass ich meine Wix-Seiten immer wegmache, bevor ich das rüberziehe. Weißt du, das ist immer so, schlimm. Ganz schlimm. Man kann nicht, weißt du, man ist, wenn du live bist, du gibst einfach dein Privatleben auf, ist nichts mehr mit heimlich wichsen und so, schauen dir alle dabei zu. Das ist so schlimm. Wo ist denn mein Pferd, hä? Pony, my little. Was ist denn das? Da sitzt was. Sieht aus wie ein Hund. Hunde darf ich aber wieder nicht töten, weil dann heißt es wieder, ich bin ein Tierquäler. Ist das ein Fuchs? Schau mal, der sitzt da einfach. Amerikanischer Rotfuchs, gut. Leider nur gut. Aber es könnte trotzdem reichen, ihm einen fetten Pfeil in seine fetten Eier reinzufetten. Jetzt geht er weg. Jetzt geht er weg. Ich bepiss dir die Eier. Oh nein, das Snipergewehr wollte ich wegmachen. Nimm jetzt den Bogen, schnell! Ach, der lebt noch! Jetzt hat mein Gott, das einfach überlebt, der Spast. Und wo ist er jetzt da? Da irgendwo. Ich habe den voll in die Halsschlagader reingeschossen. Das kann der gar nicht überlebt haben. Unrealistisches Spiel. Muss man schon mal sagen. Ist hart unrealistisch. Geht gar nicht. Komm mal her! Hotte Hü! Wieso grausam? Ich muss Menschen und Tiere töten. Das ist Bestandteil der virtuellen Welt. Das geht nicht anders. Schau, mein Pferd scheißt auch mitten hin und keiner sagt was. So, erst einmal. Warte, ist der tot? Was ist mit dem los? Bruder! Ah, der gleich. Bruder, gleich. Aber wichtiger, das zu tun. Der hat einfach von seinem Pferd aufgeblumst. Während sein Pferd geht einfach weiter. Was mit dem? Fremde Person. Wie weit ist denn der Doktor weg? Weil er wäre cool, wenn sein Pferd in der Nähe bleiben würde. Komm mal her. Ich muss mal dein halbtotes Gehärchensdings da. So. Maul. Und los. Mein Pferd hinterher reiten und Attacke da. Ich bin schon wieder viel zu nett. Ich hätte ihn auch einfach zu Schnitzel verarbeiten können. Schau, wie er da sitzt. Wieso ist er denn auch von dem Dorf weggeritten, statt ins Dorf reinsetzen? Das ist einfach alles. Du magst den Netten. Der ist fast tot. Geh mal Gas jetzt hier. Hoffentlich kriege ich was von dem. Genau. Stay away from the summoner! Schnell! Schnell! Ärzte ohne Grenzen! Super, das Pferd hat jetzt schon keine Ausdauer mehr. Wenn es wegen dem der Typ stirbt. Du bist fast tot. Du trittst ins Nirvana ein. Alter, wie weit ist denn der Arzt weg? Ist er echt schlecht platziert, dieser Doktor?
Boah, hier ist ja richtig was los in der Stadt. Schau mal an, hier gibt's Häuser und so. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier... Der Bär, geh halt weg. Wenn der mir jetzt wegstirbt. Halt's Maul, schwarze Frau. Optical Palur. Das ist ja ein Optiker. Hauptsache da nochmal hingeschissen, du widerliches Pferd. Doktor, Doktor. Doktor, Doktor. Helfen Sie mir, Herr Doktor. Ich kriege ein Kind. Mach ich, Freund. Mach ich. So. Stimmt, kriege ich jetzt was. Just saw you fall out of the saddle. Don't worry, you're at the doctor. Thanks, friend. I appreciate it. Oh, Geld. Sure. There's also the matter of my payment. But we'll deal with that later. Nice, Alter. Right. Ah, knapp $12 verdient. This wound's badly infected. Die müssen... Ja, ich... Diese Meldung ist so strange. Bala. Was davon ist mein Pferd? Und... Oh, hier gibt's voll die Geschäfte. What the? Gibt's hier auch einen Stall? Das ist voll die City. Oh, da ist ein Blitzer. Fotostudio. Was ist das? Fremde Person. Ich kann hier Klamotten kaufen. Da unten ist ein Stall. Wäre das jetzt gemein, wenn ich sein Pferd verkaufe? Wäre das gemein? Ich weiß nicht genau. Boah, du Hure! Da haben wir voll eine reingezimmert! Bitchclap! Alter! Hast du das gesehen? Deswegen darfst du Pferden nicht vertrauen. Das sind alles Bitch-Tiere. Ich verkauf den jetzt. Scheiß Pferd. Hast jetzt dein Todesurteil unterschrieben. Vielleicht, weißt du, vielleicht hättest du noch die Chance auf einen Burger gehabt. Aber so wirst du einfach an irgendeinen Araber verkauft. Unglaublich. Der mir voll eine gezimmert. Ich habe vergessen, wie man Pferde beruhigt. Das wurde mir ja mal der Kutsche, das wurde mir ja mal erklärt, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Warum kommt mein Pferd nicht hinterher? Ah! Pferd, beweg mal deinen scheiß Arsch! Jetzt pass auf, Alter. Jetzt pass mal auf, wie du jetzt einfach verkauft wirst. Da, rein mit dir. Spaß. Der komische Meister Eder mit... Oh, da kommt mein Pferd angerast! Krass. Da ist es. Was ist der Wert? $1! Ja, mehr bist du auch nicht wert, du ungehobeltes Stück Scheiße. Wieso kann ich hier nichts machen? Sowas wie reinigen oder so? Ich habe mein Hauptpferd nicht bei mir. Pferd! Was ist doch da? Hey, Pferd! Geh halt einen Meter schneller, du alter Sack. Solange es nicht im Stall steht. Was macht er denn da für einen Schmarrn? Aber das Spiel weiß doch gerade selber nicht, was es tut. So. Gut. Gut. Darf ich jetzt mit meinem... Na, also. Fuchs ist auch noch drauf. Läuft gut. Läuft gut. Der Laden läuft. Den muss ich noch verkaufen, den Fuchs. Und den Steckbrief hier. Wo ist denn der Butcher? Da. Der Butcher.
Da, einmal umdrehen. Hat der Grabu? Wollte der mich erschrecken zu Halloween? Schau mal, so reitet man hier. Das ist eine richtige Stadt. Industrialisierung und so, hätte ich nicht gedacht. Ein bisschen wie ein Mafia hier gerade. Los mit Kutschen. Achso, es geht wieder nicht vom Pferd aus, oder? Das Spiel ist dafür nicht gemacht, dass man vom Pferd aus irgendwelche Dinge tut. Boah, die haben hier eine Straßenbahn. Hä? Kommt gerade gar nicht klar, dass hier sowas ist. Ist mir viel zu modern, ich gehe wieder. Verkauf hier meinen Shit und dann fertig. Die Schnauze, Alter. Da ist richtig was los hier. So, und wo verkaufe ich das? Bei dem schon mal nicht. No entry steht da. Schlachter. Boah, der ist so hässlich, dass man sein Gesicht gar nicht sehen darf. 90 Cent. Einfach alles weg. Ich gebe einen Spuck auf dich, du Metzger. Du bist schwarz, du bist Arbeiter. So. Hey, boy, good boy. So, was macht man jetzt? Was könnte ich denn jetzt? Was ist denn das? Das ist der Trapper. Was ist das? Das ist, ach, einen Hehler gibt es hier auch. Das ist ja nett. Gleich alles in einem. Dann schaue ich mir jetzt mal den versteckten Brief an. Und der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Es ist halt wirklich, als würde ich jetzt... Oh, Froni! Ich komme da nicht drauf klar, dass das eine Stadt ist. Das macht mich gerade richtig kaputt. Ich wusste gar nicht, dass sie da sowas schon hatten im Wilden Westen. Ich dachte, die waren da so zurückgeblieben. Was mit deinem Ex? Du meinst den, der sich in den Arsch ficken lässt, oder was? Den Schwulen. Hau halt ab, Mann, Bitch. Scheiße. Die Alte einfach umgesammelt. Das war nicht so cool. Hab ja einfach die Bitch umgerannt. Scheiße. Warum hast du mit dem Kontakt? Bist du ein bisschen dumm? Dir ist schon klar, dass der dich für einen anderen Mann hat sitzen lassen. Oder Jungen, weil Mann ist ja das noch nicht mit den Leuten, mit denen du da verkehrst. Schon ein bisschen dumm. Mit jemandem aus TikTok, Anna. Roni, das ist nicht so intelligent, mit dem schwul gewordenen Ex wieder Kontakt aufzubauen. $100! Wow. Wie ich auf Twitch heiße, Zockarena. Wie doch? Was heißt hier doch? Stehst du doch auf ihn. Dead or alive. Ich kann ihn sogar töten. Schau mal an. Soll ich die Polizei ausrauben? Hallo, Chili. One of these days, the government's gonna get sick of private militias, you know. One of these days, the government's gonna get sick of all of us. Ich misch mich da nicht ein, Veronika. Du kannst ja dann mal mit ihm über seine Erfahrung mit Männern, kannst ja... Könnte er dann in Erinnerungen schwelgen, hätte ich fast gesagt, aber... Du wirst schon wissen, was nicht gut für dich ist.
dahin? Warum sind die Strecken nur immer so weit? Danke fürs Folgen. Du hast dich extra beeilt. Wovon denn beeilt? Na, ich find's halt... Ach, komm. Ja, jeder kann machen, wie er meint, aber... Wenn du verlassen wirst... Mit dem Grund, dass er gerne von Männern genommen werden will... Dann ist doch... Ist kontraproduktiv, sich danach nochmal Hoffnung zu machen. Das kann ja nicht gut enden. Mann, warum stehen die mir alle im Weg rum? Oh, scheiße, Alter. Jetzt werde ich wieder verfolgt. Oh nein. Wissen die, wer ich bin? Ich hoffe nicht. Kriege ich wieder Kopfgeld. $1, weil ich eine alte Schnepfe umgeritten habe. Schnapfbär! Franzi unterstütze. Es ist jetzt nicht viel besser. Die Franzi ist jetzt auch nicht gerade die hellste Kerze auf der Erde. Du hast 2 Handys, Bonzenkind. Was ist eigentlich mit den Kindern heutzutage los? Haben alle 2 Handys, 3 Tablets? Ah, schrecklich. Ihr müsst mal arbeiten gehen. Geht doch mal in die Fabrik und geht arbeiten. Soll ich ihn töten oder lebendig fangen? Das ist jetzt eigentlich die große Frage. Gibt beides $100, oder? Es macht keinen Unterschied. Schau mal, was die hier bauen. Voll krass hier, so Holz... Holz. Durch den Sumpf. Und das ist die Everglades. Du hast ein Handy. Das ist normal. Kommt jetzt aufs Handy an. Wenn es das neue iPhone 16 Pro ist, dann stimmt schon wieder irgendwas nicht. Aber sonst. Verwöhnte Kacke. Anna, du bist auch viel zu verwöhnt. War ein Tastenhandy. Ja gut, das war meins auch, aber da gab es halt noch keine Smartphones. Das waren noch gute Handys. Die waren noch da, um zu telefonieren und Snake. Ist mir scheißegal, ich bleibe jetzt da nicht stehen. Ich habe da jemanden, den ich töten will. Zur Hölle, ich drehe gleich um und schieße dir in den Kopf. Bin langsam alt, ja. Komme jetzt langsam in das Alter, da könnte ich auch Sugar Daddy spielen, weißt du? Schauen wir mal, wo der ist, der Bazi. Aber wenn ich ihn auch töten darf, wehrt er sich bestimmt. Tot oder lebendig? Schau mal, der hat eine eigene Festung. Okay, der Dude, Alter. Mein Pferd. Warte, vor irgendwas hat mein Pferd gerade Angst gehabt. Das ist nie gut. Ist Arthur irgendwie... Ey, ist mein Charakter irgendwie fett geworden? Warum sieht denn der so fett aus? Ob ich Fortnite spiele? Nee, derzeit nicht. Ich hab's mal gespielt, aber jetzt aktuell spiele ich's nicht. Und mal auf, hier gibt's die Sniper. Was und eine, nicht in eine. Was? Hä? Ich verstehe das nicht. Und eine, nicht in eine. Hä? Es ergibt gar keinen Sinn. Du willst nicht in einer drin sein. Was? Ah, ich bin jetzt... was geht... Hast du das gesehen? Da ist irgendwas ganz Unheimliches in meinem Bildschirm reingeflogen. Pass auf, ich mache jetzt hier einen auf Scharfschütze. Ich werde den jetzt von außerhalb das Gehirn auf die Straße matschen. Lies das, was ich... Alter, ich habe mein Handy nicht mal hier. Oh, ich hasse Schießereien. Ich bin nicht gut in sowas. Ich gehe mal ein paar Beeren pflücken. Hier wächst was. Bin einfach fett. Der ist doch fett geworden, oder? Das ist nicht mehr der stramme Boy, der er mal war.
Seitdem ich offline war, hat der hier anscheinend ordentlich gefressen. Ich weiß nicht, ob man so Beeren pflückt. Ich esse es mal. Naja. Ah, jetzt habe ich mein Handy gehört. Jetzt weiß ich auch, wo es liegt. Danke fürs Folgen, aber hast du mir nicht schon mal gefolgt? Wie es mir geht? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe aktuell 4 Zuschauer auf TikTok. Ja. Bin gerade, hab gerade eine ganz fame Phase, die ich hier durchmache. Untersuche das vor. Warte mal, ich pflege mal die Waffe. Ich pflege meine Waffen immer nicht. Das macht's das ganz schlecht. Bisschen putzen. Das ist wie mit den Genitalien. Die müssen regelmäßig gesäubert werden. Ein Handy, zwei. Ja, aber das ist doch scheiße. Wer braucht 2 iPads? Für was brauchst du eine PS5? Du hast doch andere Sachen im Kopf als PS5 spielen. Zum Beispiel schwule Männer hinterherjagen. Nee, mich selber waschen vergesse ich nie. Das kriege ich hin, das habe ich von klein auf gelernt, dass man sich selber waschen muss. Der hockt doch da nicht drin, oder? Ist das denn sein Zuhause? Was macht er denn? Warum ist er denn da jetzt drüber gehupft? Der ist da in dem Haus drin, 100 Pro. Und noch 5 andere, was? Ich glaub, dass der Dude keinen Bock auf mich hat. Ups! Wo kommen die denn jetzt alle her? Haben die jetzt frei... Hallo, das ist diskriminierend. Ich bin alleine. Oh, da ist ein Maschinengewehr da oben. Gut, dass sie das nicht benutzen. Da hockt noch einer drin. Fertig, oder was? Brauchst du zum Telefonieren? Na klar, brauchst du das. Ganz wichtig, weil man muss ja mit einer Person über 3 Geräte FaceTimen. Das ist ganz wichtig. Hallo? Ich komme mit der Steuerung immer nicht klar. Mal macht er das, was er nicht machen soll. Und wenn er es machen soll, macht er es dann auch nicht. Aber gut, oder? Habe ich gut abgeräumt hier. Hab das überlebt. Wieso? Checkt es nicht. Die Steuerung ist einfach so willkürlich manchmal. Das ergibt keinen Sinn. Ich soll euch gute Nacht sagen von der chilligen. Da, das Zigarettenbild wollen wir haben. Ganz wichtig. Ein Panther. Jolly Jack Cigarettes. Cool. Da ist auch irgendwo eine Waffe. Zumindest blinkt da irgendwas auf meinem... Aber irgendwie... Ich nix verstehen. Geh in den Keller, da ist ein Messer. Aber ich hab doch ein Messer. Und wo ist hier ein Keller? Die ist zu dumm, in Twitch reinzukommen. Weil das alles über...
Weil das alles über ihre Mama läuft und dann kann sie das nicht zurücksetzen. Da ist wirklich ein Keller. Warum ist die Musik nur so aufregend? Ich habe das Gefühl, hier passiert gleich wieder irgendwas. Bürgerkriegsmesser. Aufheben L1. Okay. Habe ich das jetzt oder was? Nein, habe ich das doch. Ist das besser als mein normales Messer? Ah, nimm! Ha! Wenn er einmal in seinem Flow ist, zu gehen, dann hält ihn fast nichts auf. So. Los. Warum? Der ist immer in Alarmbereitschaft. Ich war schon längst bei einem Hehler, ja. Schon mehrmals sogar. Schau dir das mal an, Alter. Gut, dass sie nicht damit auf mich schau mal an. Da war noch ein Event offen. Deswegen gab's die Musik. War nicht auffällig. Kautabak brauche ich nicht. Zum Kauen gibt's Grünzeug. Salat. Da ist er, Lindsay. Der sieht aus wie so ein Eisenbahner. Goldene Gürtelschnalle. Gut. So, den müssen wir mitnehmen. Der wird jetzt mein neuer bester Freund. War ganz ehrlich, dass der so einen Headshot abkriegt, war eigentlich gar nicht so gedacht. Das war purer Zufall. Aber guter Zufall. Ich weiß nicht, welches Chapter das ist. 2 oder 3. Ich spiele das ja nicht täglich. Ich vergiss immer die Hälfte. Ich glaube, wir sind Chapter 3, wenn ich mich nicht irre. Wir haben so das zweite Lager errichtet. Das ist mein erster Durchlauf, ja. Und wird auch mein erster Durchlauf bleiben. Die haben alle keinen Kopf mehr. Das stört den gar nicht. Schon krass. So abgestumpft muss der erstmal sein. Der hat keinen Unterkörper mehr. Ei. Oh, ich hätte vielleicht auf TikTok auf 18 hochstellen sollen. Das wäre vielleicht cleverer gewesen. Egal. Bringen wir den mal nach Hause. Und dann können sie mit seiner Leiche, solange sie warm ist, noch ein paar Dinge machen. So, wo ist mein Pferd? Komm schon, flotte Lotte. Schwing das Hufbein. Aber guck mal, die haben hier sogar welche vergraben. Also die sind im Kern gar nicht so schlecht. Gibt bestimmt welche, die den lebendig fangen. Aber so krass bin ich nicht. So. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Das war auch gekonnt. Das sah genauso aus, weil es so ist. Ich habe genau gewusst, was ich da tue diesmal. Es war also wirklich, ich habe alleine dieses Fort vernichtet. Normalerweise bin ich bei mehr als einem Gegner für gewöhnlich immer schon überfordert und sterbe. Aber diesmal habe ich den Shit voll weggelünzt. Ah, abbiegen. Ich sehe
Oh nein, da ist schon der nächste Überfall. Oh nein! Die wollen mir meine Leiche wegnehmen. Das sind meine 100 Dollar, ihr Fische. Leben bringt mehr, aber auf dem Steckbrief stand 100 Dollar. Egal, ob tot oder lebendig. Weißt du, wenn du so viele Fehler am Stück machst, musst du zwangsweise irgendwann ein bisschen was lernen. Da bleibt dir ja nichts übrig. Und in dem Spiel, muss ich sagen, habe ich schon so viele Fehler gemacht. Oh, die verfolgen mich ja! Alter, ich beschmeiß euch gleich mit Zahnspangen. Jetzt gib mal Gas!